Herzlich willkommen zum 101 auf Sportal HD. Ich sitze hier mit einer Frau, die schon mal den FC Barcelona herausgefordert hat. Fabienne Humm. Schön, bist du hier. Das ist jetzt 4 Jahre her. Eure Meisterschaft ist so gut gelaufen, dass ihr gefunden habt, ihr braucht eine neue Herausforderung. Und ihr habt den Messi und Co. vom FC Barcelona herausgefordert. Wie war das für euch? Ja, es war schon mir der Gag, dass wir auch wieder ein bisschen mehr in den Medien sind. Ja, das Echo war riesengroß. Man hat nachher alle darüber geredet. Und ja, es ist sehr gut angekommen. Natürlich war es ein bisschen provozierend, das Ganze. Und, ja. Ein bisschen übermütig fast. Ja, das schon. Aber es war wirklich eine richtig gute Saison, die wir dort hatten. Und ja, wir sind so dann wieder ein bisschen in den Medien. Mhm. Also, es ist auch ein bisschen Marketing dahinter. Also, hauptsächlich Marketing. Genau, es war auch so ein Marketing-Gag. Okay. Ja. Und ein bisschen langweilig war es auch. Ja, das kann man so schon nicht sagen. Klar, jedes Spiel muss zuerst gespielt werden. Aber eben, es war eine coole Idee, es hat das richtige Echo dann gegeben und ja, für das sind die Aktionen auch da. Wir haben eine wunderschöne Webseite gemacht mit einem super Video, doyouhavetheballs.ch. Hat sich herausgestellt, der FC Barcelona hat die Balls eben nicht gehabt. Was hättet ihr gemacht, wenn sie angenommen hätten? Ja, wir hätten natürlich das Spiel dann auch gespielt gegen sie. Wir hätten wahrscheinlich dann auch recht hoch verloren, aber der Spass wäre da gewesen. Wären dann auf Barcelona geflogen, extra für das? Ja, wieso nicht? Ja, hat sich wahrscheinlich schon gelohnt. Ja, sicher. Ja. Wäre eine rechte Herausforderung gewesen? Ja, vor allem ist es auch so, dass wir halt gegen Männer wirklich nicht so eine Chance haben, schon vom Körper her. Aber es wäre sicher ein cooles Erlebnis gewesen. Mhm. Du hast gerade angesprochen, gegen Männer ist schwierig. Es gibt auch immer den Vergleich zwischen Frauenfußball und Männerfußball. Ihr habt da auch vor einem Jahr ist da ein cooles Video gemacht, wo es darum ging, dass der Betrieb der Frau sollte eingestellt werden und dass ihr jetzt in die Unterwäsche spielen müsst. Müsst ihr öfters mal so Vorurteile aus dem Weg räumen? Oder wie geht ihr mit dem um? Ja, es gibt sicher noch die Leute, die den Vorurteil haben gegenüber dem Frauenfußball. Aber ich sage immer, sie sollen mal ein Spiel von uns schauen kommen, sollen sich selber überzeugen davon, dass wir genau gleich Fußball spielen, dass wir auch Goal schiessen, auch faulen. Und ja, wenn sie dann mal an einem Spiel wirklich auch gewesen sind, haben sie dann die Vorurteile nicht mehr. Mhm. Also es ist auch ein bisschen Marketing, das du jetzt machst, sozusagen. Die Leute sollen ein bisschen mehr schauen. Ja, es wäre schon schön, ja, wenn wir ein bisschen den einen oder anderen Zuschauer mehr haben. Ja. Ja, ja, ja. Jetzt zu dir persönlich, du haltest einen Weltrekord. Du hast den schnellsten Hattrick an einer Frauenfußball-WM geschossen. Wie wichtig ist dir das? Ja, es ist sicher, also ich bin sicher stolz darauf, dass mir das gelungen ist. Im ersten Moment oder nach dem Spiel habe ich es gar nicht gewusst, dass es wirklich der schnellste Hattrick war. Und ja, es macht einem stolz, es ist schön, es steht in den Geschichtsbüchern, aber mir ist er auch nicht wert. Mhm, ja, schlussendlich ist das Wichtigste ist dort der Sieg gewesen. Genau, das Wichtigste war, dass wir dort die 10 Goal dann schlussendlich auch geschossen haben und so mit einem guten Torverhältnis uns für die nächste Runde qualifiziert haben. Und für dich persönlich war es ein gutes Jahr 2015. Du hast verschiedene Angebote auch gehabt, um ins Ausland zu wechseln. Warum hast du das nicht gemacht? Für mich ist es wichtig, dass ich den Ausgleich auch zum Arbeiten habe. Bei diesem Angebot war jetzt nichts darunter, wo ich hätte sagen, doch, das will ich machen. Ich hatte die 3 Monate Kündigungsfrist auch beim Arbeitgeber. Und ja, es hat sicher das eine oder andere darunter gehabt, wo man sich hätte überlegen können, aber für das war die Zeit einfach zu kurz. Ich musste von heute auf morgen entscheiden und ja, das Risiko wollte ich nicht eingehen. Das Risiko. Bist du lieber so auf der sicheren Seite geblieben dort? Ja, ich habe es lieber, wenn ich etwas planen kann und mir auch wirklich Zeit dafür nehme, die Entscheidung zu treffen. Und ja, für das war die Zeit einfach zu kurz gewesen. Und dann habe ich mich so entschieden, dass ich hier bei Zürich bleibe. Ich habe in Zürich alles, das, was ich brauche. Und, ja. Du hättest dann auch Vollprofi werden müssen, wenn du auf Deutschland gewechselt hättest, zum Beispiel. Nein, Vollprofi muss man in Deutschland nicht sein. Ich kann auch dort ein kleines Arbeitspensum haben. Okay. Also ich finde das eine bemerkenswerte Aussage von dir. Du hast gesagt, ich brauche die Arbeit, um richtig gut Fußball zu spielen. Ja, es ist für mich einfach der Ausgleich, den ich habe. Wenn ich arbeite, bin ich in der Arbeitswelt. Und wenn ich am Abend ins Training gehe, bin ich in der Fußballwelt. Und ich finde, es ist ein guter Ausgleich. Es ist auch gut, über wichtige Sachen zu reden beim Arbeiten. Und, ja. Das ist dann, so war meine Entscheidung, dass ich sage, nein, ich will nicht ins Ausland, ich will hier in Zürich bleiben. Hat dein Chef und deine Arbeitskollegen ein Verständnis für das? Du tust auch an Turnier reduzieren auf 80%.
Genau. Ja, es braucht einfach eine gute Planung. Es ist gut, dass man die Saison über ein Jahr lang kann. Oder dass fix eingeteilt ist, wenn die Spiele sind, wenn die Turniere sind. Und so kann ich auch die Abwesenheiten durchgehen, schon Anfangsjahr oder Anfangssaison. Und dann habe ich so gute Mitarbeiter und Kollegen, die halt dann auch um mich herum planen. Also sie gehen nicht in die Ferien, dann, wenn ich Turnier habe oder wenn ich mit der Nazi unterwegs bin oder mit dem FCZ. Und ja, sie haben sehr viel Verständnis, sehr grosses Verständnis. Und ich bin auch sehr froh, dass sie das mit mir so mitmachen. Das ist eine coole Arbeitsstelle in dem Fall. Kommen die einmal auch zu dir ins Stadion und können sich ein bisschen fähnen, oder? Ich tue sie einmal einladen, wenn wir Champions League Spiel haben. Und ja, dann sind sie im Stadion letzter Grund und das ist auch ein schönes Erlebnis und ja, das ist eigentlich so, ein bisschen probiere ich sie mitzuziehen und auch eben, wenn wir die EM jetzt spielen, werden sie das Spiel verfolgen am Fernsehen. An der WM war es ein bisschen schwierig von den Zeiten her, wir sind jetzt mitten in der Nacht gewesen, die Spiele, genau. Aber es haben auch einige geschaut und die Unterstützung ist auch dort da. Okay, cool. Wie viel Zeit hat man eigentlich noch für anders neben dem Pensum? Also ich meine, du schaffst 100%, du trainierst jeden Abend, du hast Spiel. Kommt man da überhaupt noch zu etwas? Ja, es ist so, dass halt unter der Woche und eben auch am Wochenende, wenn die Spiele sind, hat man nicht viel Zeit für andere Sachen. Es bleibt einem eigentlich nur der Sonntag dann oder wenn Pause ist, Sommer-Winterpause ist. Aber ja, am Sonntag die Zeit langt mir, die Zeit nutze ich auch so, nutzen, dass ich mich erholen kann, dass ich etwas anderes machen kann. Und ja, manchmal ist die Zeit schon ein bisschen schwierig, Fußball und Arbeiten unter einen Hut zu bringen, aber es geht. Was hat für dich die höhere Priorität, Fußball oder Arbeiten? Ich weiß jetzt nicht, was das ich sage, aber es ist schon mehr der Fußball. Schon mehr der Fußball, wieso? Ja, es ist halt einfach auch so, dass es meine Leidenschaft ist. Es macht mir Spass, Freude. Man hat den nötigen Erfolg und ja, solange dass ich noch auf hohem Niveau Fußball spielen wird Fußball auch immer erste Priorität haben und nachher kommt dann das andere. Ja, du hast vor, noch ein bisschen so weiterzumachen in dem? Ja, doch, eigentlich schon. Also solange dass der Körper auch mitmacht natürlich. Mhm. Bei den meisten Kolleginnen bei dir in der Nationalmannschaft ist es so, dass sie mehr Fußball spielen als arbeiten. Kann das sein, dass du damals ein bisschen komisch angeschaut wirst oder so, oder ist das völlig okay? Nein, sie akzeptieren das eigentlich, dass eben, wenn man in der Schweiz spielt, halt schwierig ist, wirklich Profi zu sein. Dass man halt dann auch noch in die Schule oder muss arbeiten muss. Und die anderen Spielerinnen, die im Ausland tätig sind, die können sich halt eigentlich nur aufs Fußball konzentrieren. Und, ja. Aber es ist ja jeder die eigene Entscheidung, was das sie macht. Kurz noch zu der EM. Ihr seid noch nie dabei gewesen. Jetzt sind ihr durchgespaziert durch Qualifikation. Was rechnet ihr euch für Chancen aus? Ja, das Ziel ist sicher, dass wir in Viertelfinale kommen. Wir haben nicht eine einfache Gruppe. Wir haben gute Gegner dabei mit Frankreich, Österreich und Island. Aber das Ziel ist sicher, eine Runde weiterzukommen. Was nachher kommt, nehmen wir natürlich auch. Ist die Schweiz auf dem Weg zu einer grossen Nummer im Frauenfußball? Man sieht da eine steigende Tendenz. Viele sind im Ausland verpflichtet. Ihr sind jetzt zum zweiten Mal dann hoffentlich an einer WM. Genau. Ihr sind 2015 in Kanada dabei gewesen. Jetzt Europameisterschaft. Tendenz steigend? Ja, die Tendenz ist sicher steigend. Es wird sehr viel Wert darauf gelegt, auf die Ausbildung der jungen Spielerinnen. Man tut sie gut fördern, man tut sie gut integrieren. Und eben auch, dass so viele Spielerinnen den Schritt ins Ausland machen, ist auch nicht selbstverständlich. Und von dem her sehe ich die Tendenz steigend und dass das eigentlich dann Routine wird, eine EM oder eine WM. Und die Schweiz ist auch dabei. Mhm. Es ist ja jetzt auch ein bisschen mehr Geld im Spiel, was Frauenfußball angeht. Du hast 2009 hast du nach Zürich gewechselt. Jetzt stellen wir uns vor, du wärst jetzt 8 Jahre jünger, wirst jetzt zu Zürich wechseln. Wie würde sich das auf dich auswirken? Könntest du vielleicht mehr auf Fußball konzentrieren? Wärst du dann vielleicht jemand anders? Nein, ich bin eigentlich froh, dass ich die Fabian bin, die ich jetzt bin. Wenn ich jünger wäre, ist es einfach so, dass sie vielleicht besser ausgebildet werden in den 8 Jahren, wo wir dann fehlen würden. Aber ich sage mir, die jungen Spielerinnen, die jetzt nachkommen, die haben Talent, die werden gut ausgebildet und ja, sollen die Chance nutzen, wenn sie die Chance haben, ins Ausland zu gehen. Mhm. Wir sind beim FC Zürich, seit du dabei bist, meistens eigentlich durchmarschiert zum Titel.
ein wenig Probleme gehabt. Jetzt dieses Jahr ist es ein bisschen schwieriger. Wie kommt das? Ja, es ist sicher auch die Entwicklung hier im Frauenfußball selber in der Schweiz. Es ist aber auch so, dass die meisten Vereine sich verstärken mit ausländischen Spielerinnen, sei das der FC Basel oder jetzt auch der FC Neunkirch. Und ja, man sieht, dass das Niveau in der Schweiz steigt. Es ist auch für uns gut, dass wir uns ein bisschen weiterentwickeln, dass wir wieder ein bisschen mehr Gas geben müssen. Und ja, es ist eigentlich nur positiv für den Schweizer Fußball. Ja, das ist interessant, dass du das sagst. Eigentlich ist ja da nicht so gut vor. Ihr habt jetzt plötzlich Konkurrenz. Also ist euch eigentlich lieber, wenn ihr Konkurrenz habt, als wenn ihr einfach alles abspielt? Ja, es ist ja so, dass du von dieser Konkurrenz auch besser wirst. Du musst mehr geben für den Sieg, du musst mehr geben im Training. Und das kommt uns natürlich dann auch zu gut. Mhm. Jetzt, wie geht ihr allgemein mit dieser Situation um? Gibt es da irgendwie eine andere Taktik, die ihr euch jetzt neu überlegen müsst, die ihr euch vor ein paar Jahren noch nicht haben müssen? Ja, es ist einfach so, dass wir jetzt vielleicht im taktischen Bereich wir bereiten uns auf den Gegner vorbereiten, was wir vielleicht vorher nicht so gemacht haben. Aber es ist ja nicht so, dass die vorher auch nicht wirklich schlecht waren. Wir sind einfach ein bisschen überlegener gewesen. Sagt das auch mit den Spielerinnen, die wir hatten, oder mit dem Kader, den wir hatten. Aber für uns tut es eigentlich gut, dass die Mannschaften sich verbessert haben oder verstärkt haben. Mhm. Und ja. Cup-Finale ist auch schon bald. Was rechnet ihr euch für Chancen aus gegen Neunkirch? Ja, wir sind Titelverteidiger, da ist natürlich klar, dass wir den Titel auch wiederholen wollen. Es wird kein einfaches Spiel geben. Wir werden gegen Neunkirch da antreten. Und ja, unser Ziel ist der Göpsig und für das werden wir auch alles geben. Zuschauerzahlen wären noch ein Thema. Die sind gestiegen in den letzten Jahren. Wie geht man mit dem Druck um, wenn man plötzlich vor grösseren Kulissen spielt? Die haben letztens im Joggeli gespielt, die haben auch 2015 vor 50'000 Leuten gespielt in Kanada. Ist da ein anderes Gefühl, wenn man auf den Platz geht? Es war mehr jetzt zum Beispiel im Joggeli das Gefühl, du bist in einem Stadion. Wir spielen ja sonst nicht in einem Stadion. Wir spielen sonst vor 200, 300 Zuschauern. Klar ist es schön, wenn mehr Zuschauer da sind, aber du kannst es auf dem Platz eigentlich relativ gut ausblenden. Und ja, die Zahl ist gestiegen eigentlich seit der WM in Kanada. Ist nachher das Echo recht gross gewesen. Es sind viele Leute schauen. Dann hat es wieder ein bisschen abgeflacht und jetzt kommt es langsam auch wieder auf Hinblick auf die EM. Und ja, ich hoffe, dass da dann öfters um die 500 Zuschauer da sind. Okay, das wäre schon mal nicht schlecht. Also ich meine, merkt man auch ein bisschen, sobald die Resultate gut werden, können die Leute auch ein bisschen mehr schauen? Es kommt eigentlich nicht so auf die Resultate drauf an, sondern mehr auf den Gegner. Also spielen wir gegen Basel, hat es mehr Leute, als wenn wir gegen den FC Staat spielen zum Beispiel. Okay, und gegen Neunkirch? Gegen Neunkirch wird sicher auch ein paar Zuschauer. Das ist auch interessant, dass sich dort Schaffhausen so etwas aufbaut. Ja, es ist mehr so oder beim FC Neunkirch spielen ja nicht so viele Schweizerinnen. Sie sind aufgestockt mit ausländischen Spielerinnen. Und ja, von dem her haben sie dann auch die entsprechenden Mittel. Und so sind dann auch so wird auch die Mannschaft dann gestärkt. Und darum sind sie auch jetzt unsere Konkurrenten. Was ist dein Lieblingsgegner? Gegen wer spielst du am liebsten? Schon gegen Basel. Schon gegen Basel. Also die Konkurrenz, die es bei den Männern so gibt, so zwischen Zürich und Basel, das gibt es bei den Frauen in dem Fall auch. Ja, würde ich schon so sagen. Und dann kennt man sich auch untereinander. Ja, das sicher. Unter den Clubs. Es sind ja viele Vereine auch noch Nationalspielerinnen darunter. Und sonst kennt man sich halt einfach von sei es privat oder sonst, weil man einander ja eigentlich oft sieht im Jahr. Was sind deine Idole im Frauenfußball? Ja, im Frauenfußball. Also ich habe gerne Spielerinnen oder Spieler, die Goal schiessen. Also Marta zum Beispiel. Genau. Ja, die seit Jahren, ich meine, man hat gedacht, die ist schon lange dabei, oder? Aber die ist noch nicht so alt. Nein, sie ist, ich glaube, gleich alt wie ich. Gleich alt. Okay. Wisst ihr jetzt nicht, aber ich glaube es, ja. Ja, sie ist sicher eine Ausnahmespielerin mit ihrem Können, mit ihrer Torgefährlichkeit. Und ja, wäre schön, wenn man so eine in der Mannschaft hat. Ja, kann leider nicht alles haben. Das wäre es also wieder vom One-on-One auf Sportal HD. Danke, dass ihr dabei gewesen und bis zum nächsten Mal.